Guten Tag zusammen und herzlich willkommen zurück in der Makrowelt. Heute ist der 28. Juli 2024 und wir springen wieder zurück an die Frontlinie zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine. Am Frontabschnitt Korachowe nähert sich das russische Militär auf breiter Front nach und nach der O0532-Straße an. Unter anderem die russische 57. motorisierte Schützenbrigade ist hier an Offensivaktionen beteiligt und greift regelmäßig in diesem Bereich an. Der russische Verband veröffentlichte heute eine Drohnenaufnahme, die den Sturm einer ukrainischen Stellung an diesem Straßenabschnitt zeigt. Das ist die Straße, die in Richtung der Siedlung Wodjane hinter der O0532-Straße führt. Die russische Infanterie konnte die Stellung erfolgreich stürmen und die Kontrolle darüber erlangen. Folglich wird ein russischer Vorstoß um bis zu 1,25 Kilometer in westlicher Richtung bestätigt. Der Frontverlauf wurde folglich angepasst. Im Vergleich zum Vortag fällt hier dieser Bereich von der grauen in die rote Zone. Damit trennen zum heutigen Tag nur noch knapp 2 Kilometer die russischen Truppen von der O0532-Straße an diesem Abschnitt. Auch im Bereich der etwas nördlicher liegenden Siedlung Kostjantynowka greift die russische Seite verstärkt an. Unter anderem neue Drohnenaufnahmen der ukrainischen 79. Luftsturmbrigade zeigen die russischen Angriffsversuche, die allerdings verlustreich und ohne Erfolg enden. In den letzten 24 Stunden versuchte das russische Militär, diese Hallen und Scheunen im südlichen Teil der Siedlung zu erreichen. Die ukrainische 79. Brigade konnte die russischen Angriffsversuche noch im offenen Gelände vor der Grenze der Siedlung stoppen. Ein russischer Erfolg in diese Richtung wird also nicht bestätigt. Lediglich die graue Zone wurde um ein kleines Stück vergrößert. Es wird außerdem weiter geprüft, ob das russische Militär sich inzwischen an der Grenze der Siedlung Kostjantynowka festigen konnte. Wir machen direkt weiter ein paar Kilometer nördlicher. In der Siedlung Georgiewka wurde der russische Kontrollbereich nach dem kürzlich besprochenen Eindringen in die Siedlung Maximilianivka wieder verkleinert. Laut ukrainischen Angaben konnte das russische Militär sich nicht richtig festsetzen und wurde nach ukrainischen Gegenangriffen wieder in östlicher Richtung zurückgedrängt. Die Frontlinie ist an diesem Abschnitt dynamisch, wie beide Seiten berichten. Es gibt hier ebenfalls eine größere graue Zone, wie zum Beispiel in der Siedlung Klischiwka südlich von Bachmut. Zur Verdeutlichung hier nochmal kurz das Ausmaß der Korrektur. Im Vergleich zum Vortag fällt in etwa dieser Bereich von der roten zurück in die graue und ukrainische Zone. Wenn sich die Situation wieder verändern sollte, dann werden wir das natürlich nochmal anpassen. Weiter geht's in der Kleinstadt Krasnogorowka. Noch am gestrigen Abend verstärkte das russische Militär die Angriffe in der Stadt massiv, wie aus Berichten beider Seiten hervorgeht. Bereits in den letzten 2 bis 3 Tagen hatten ukrainische Soldaten eine spürbare Verstärkung der russischen Angriffe gemeldet. Ein ukrainischer Militärblogger sprach nun gestern Abend von bis zu 16 Einheiten gepanzerter Ausrüstung, mit denen das russische Militär einen Großangriff unternahm. Die Kämpfe mit den mechanisierten russischen Kräften zogen sich bis in die Nacht und dauerten auch heute Morgen weiter an. Die russische Militärführung hatte hier scheinbar den finalen Stoß gestartet. Am heutigen Morgen fasste ein ukrainischer Militärangehöriger den Angriff wie folgt zusammen. Er meldete die Zerstörung von 8 russischen Kampffahrzeugen, wobei genauso viele beschädigt wurden. Die Verluste der russischen Infanterie beziffert er mit 50 Mann. Auch einige Drohnenaufnahmen der ukrainischen 59. Brigade zeigen die Zerstörung russischer Kampffahrzeuge, was wiederum die Aussagen des Soldaten teilweise bestätigt. Der ukrainische Soldat räumt jedoch gleichzeitig ein, dass seine Kameraden dazu gezwungen wurden, gewisse Positionen aufzugeben. Das schauen wir uns im Folgenden an. Die russischen Streitkräfte konnten den Kontrollbereich in der Stadt um ein größeres Stück vergrößern und fast vollständig den Lasowa-Fluss erreichen. Im westlichen Teil konnte die russische Infanterie um bis zu 600 Meter in nördlicher Richtung vorstoßen und sich erstmals an der Engelsstraße festsetzen. Unter anderem dieses Bild bestätigt die russische Kontrolle eines Gebäudes an der Engelsstraße. Russische Truppen konnten dort die eigene Landesflagge über einem Gebäude hissen. Im etwas östlicher liegenden Teil der Stadt konnte die russische Infanterie um bis zu 400 Meter in nördlicher Richtung vorstoßen. Hier fallen Dutzende Gebäude an die russische Infanterie. Zudem konnte die russische Seite auf einer Breite von etwa 1 Kilometer den Lasowa-Fluss erreichen.
Dementsprechend können wir auch zum heutigen Tag eine Frontverschiebung in der Stadt festhalten. Im Vergleich zum Vortag fällt dieser Bereich von der grauen in die rote Zone. Auch die graue Zone wurde erweitert. Zum heutigen Tag steht der größte Teil der Stadt unter russischer Kontrolle. In den nächsten Tagen werden wir vermutlich weitere russische Geländegewinne in der Stadt besprechen müssen. Die russische Seite greift aktuell in diesen zwei Richtungen an. Damit hätten wir die aktuelle Situation am Frontabschnitt Kurachowe geklärt. Weiter geht's am Frontabschnitt Pakrovsk. Dort ist aus ukrainischer Sicht weiter keine Besserung in Sicht. Bevor wir zur Jelane-Stoßrichtung springen, schauen wir uns kurz die Lage auf der Ostseite des Wowtscha-Flusses an. Hier wird zum heutigen Tag ein russischer Vorstoß auf breiter Front beidseitig bestätigt. Die russischen Streitkräfte konnten auf einer Breite von bis zu 9 Kilometern in westlicher Richtung vorrücken. Im Bereich der Siedlung Jasnobrodjewka konnten die russischen Truppen um bis zu 1,25 Kilometer in westlicher Richtung vorstoßen. Dieses ausgebaute Stellungssystem sowie dieser Waldstrich fallen unter anderem an die russische Infanterie. Hier festigen sich die russischen Infanteriegruppen zum aktuellen Zeitpunkt im verbliebenen Teil der Siedlung Jasnobrodjewka, die das ukrainische Militär in dieser Woche bereits verlassen hat. Etwas nördlicher, westlich der Siedlung Umjanske, konnte das russische Militär um bis zu 700 Meter in westlicher Richtung vorstoßen. Hier fällt dieser Waldstrich westlich des Dorfes an die russischen Truppen. Südlich der Siedlung Novosiljewka-Perscha konnten die russischen Streitkräfte diese zwei Waldstriche sichern und insgesamt um bis zu knapp 300 Meter in westlicher Richtung vorstoßen. Die graue Zone wurde bis zu diesem Waldstrich erweitert. Und in der Siedlung selbst erlangte die russische 114. Schützenbrigade die Kontrolle über den verbliebenen Teil des Dorfes. Die restlichen Häuser im westlichen und südlichen Teil der Siedlung fallen an die russischen Truppen. Der Vorstoß der russischen Streitkräfte betrug hier nochmal bis zu 1 Kilometer in Richtung des Wowtscha-Flusses. Auch bezüglich Novosiljewka-Perscha weise ich nochmal darauf hin, dass das ukrainische Militär das Dorf bereits vor ein paar Tagen verlassen hat. Am Frontverlauf wurde eine ungewöhnlich große Korrektur vorgenommen. Im Vergleich zum Vortag fällt dieser Bereich von der grauen in die rote Zone. Die graue Zone wurde in Richtung des Wowtscha-Flusses erweitert. Die Frontlinie nähert sich damit dem Wowtscha-Fluss. Unklar bleibt zum heutigen Tag, ob die ukrainischen Truppen inzwischen diesen Bereich über diese Straße verlassen konnten. Es steht jedoch fest, dass die ukrainischen Kräfte in diesem Bereich östlich der Siedlungen Mezhove und Skutschne weiterhin präsent sind. Wir können uns aber darauf einstellen, dass sich die Frontlinie hier innerhalb der nächsten Wochen langsam in Richtung des Wowtscha-Flusses bewegen wird. Und nun kommen wir zur russischen Hauptstoßrichtung, wo die russischen Truppen den taktischen Durchbruch weiter erweitern können. Nach dem Erreichen und erstmaligen Eindringen in die Siedlung Veselje stürmt das russische Militär die dort liegenden Häuser. Es kommt zu äußerst schweren Kämpfen in der Siedlung. Ein zum heutigen Abend unbekannter Teil der Siedlung steht bereits unter russischer Kontrolle. Die Ukraine kontrolliert lediglich weniger als die Hälfte der Siedlung. Der restliche Teil fällt vorerst in die graue Zone. Die russische Infanterie konnte außerdem diese zwei Waldstriche südlich des Dorfes bereits einnehmen und damit die Siedlung vom Süden her umgehen. Die Einnahme dieser zwei Waldstriche wäre allerdings nicht gelungen, wenn die russischen Truppen nicht an der Eisenbahnlinie weiter vorrücken konnten. Dort gelang den russischen Infanteriegruppen in den letzten 24 Stunden ein weiterer Vorstoß um bis zu 1 Kilometer in südwestlicher Richtung. Wir können zum heutigen Tag sogar festhalten, dass die russische Infanterie die Siedlung Jelane erstmals erreichen konnte. Das Dorf hatten wir in den letzten Tagen häufiger angesprochen. Die Bedeutung von Jelane habe ich unter anderem im gestrigen Bericht etwas genauer beleuchtet. Schauen Sie gerne dort nochmal vorbei. Wie gesagt, konnte die russische Infanterie das Dorf erstmals vom Norden erreichen. Zunächst stieß die russische Seite hier auf starken ukrainischen Widerstand. Die Kämpfe verlegen sich bisher nicht tiefer in das Dorf, gekämpft wird vor allem in diesem Bereich. Aus ukrainischer Sicht wird es wichtig sein, Zeit zu gewinnen und den schnell rückenden russischen Kräften Widerstand zu leisten. Dementsprechend können wir davon ausgehen, dass die ukrainische Seite erbitterten Widerstand in Jelane leisten wird. Wegen dem zum heutigen Tag starken ukrainischen Widerstand ist bisher ein russisches Festsetzen im Dorf nicht gelungen. Allerdings fällt bereits dieser angrenzende Waldstrich an die russischen Truppen.
Am Frontverlauf wurde auch hier eine Korrektur vorgenommen. Im Vergleich zum Vortag fällt dieser Bereich von der grauen und ukrainischen in die rote Zone. Die Lage hier bleibt weiter angespannt. Die ukrainische Militärführung wird nun versuchen, den russischen Vormarsch an der befestigten Linie, die hinter den Siedlungen Veselle und Ivanivka bis nach Jelan verläuft, zu stoppen. So viel zur aktuellen Situation am Frontabschnitt Pakrovsk. In den nächsten Tagen werden wir diesen Abschnitt weiter genauestens verfolgen. In diesem Sinne, wenn Sie keine weiteren Updates verpassen möchten, dann lassen Sie gerne ein Abo unter dem Video da. Darüber hinaus würde ich mich freuen, wenn Sie unter dem Video einen Daumen nach oben dalassen würden. Als nächstes springen wir an den Frontabschnitt Chassiv-Yar, den wir diese Woche nicht so häufig betrachtet haben. Hier gibt es zum heutigen Tag zwei erste Informationen von äußerst wichtigen Abschnitten. Die erste Information kommt vom Frontabschnitt des Siversky-Donetsk-Donbass-Kanals. Dort berichten die ersten russischen Militärblogger von einem russischen Eindringen in den östlichen Teil von Chassiv-Yar, also dem Teil, der auf der Ostseite des Kanals liegt. Entschuldigung, ich meine natürlich auf der Westseite des Kanals, und zwar soll es den russischen Kräften konkret im Bereich südlich und nördlich des Kanalviertels gelungen sein, den Kanal zu überqueren und folglich in diese zwei Viertel der Stadt einzudringen. Das obere Viertel, also dieses Viertel, ist das Aktiabrsky-Viertel und das südlichere ist das Nowe-Viertel. In den nächsten Wochen werden wir vermutlich häufiger diese zwei Viertel besprechen. Es ist zum heutigen Tag noch nicht bestätigt, dass die russische Infanterie in diesen beiden Vierteln präsent ist. Es gibt aber, wie gesagt, die ersten Andeutungen, unter anderem auch von Soldaten der 98. Division. Ich werde dieser Information nachgehen, insgesamt ist es aber auch ziemlich wahrscheinlich, da der russische Druck hier in den letzten Wochen sehr hoch war. Die zweite Information kommt vom Abschnitt an der E50-Straße. Dort wird berichtet, dass die russischen Streitkräfte im Bereich der Siedlung Salesnyanske in westlicher Richtung vorstoßen konnten. Auch das ist nicht visuell bestätigt, allerdings gibt es hier erste Hinweise dafür, dass die russischen Streitkräfte die Angriffe in Richtung der Siedlung Minkivka aufgenommen haben. Die Siedlung ist eine der letzten größeren Siedlungen vor der Agglomeration Slowjansk und Kramatorsk. Insgesamt ist es realistisch, dass die russische Militärführung entlang des Kanals die Angriffe in nordwestlicher bzw. westlicher Richtung fortsetzen wird. Dieses Szenario hatten wir vor ein paar Monaten bereits diskutiert. Auch diese unbestätigten Informationen werde ich nachgehen. In den nächsten Tagen sind auch hier Korrekturen am Frontverlauf möglich. An allen anderen Abschnitten bleibt die Lage unverändert. Diese Abschnitte werden wir überspringen. Allerdings gibt es noch ein paar weitere interessante Neuigkeiten. In der letzten Nacht unternahm die russische Luftwaffe nämlich einen weniger umfangreichen Luftangriff. Erneut wurden dafür Drohnen und Raketen gestartet. Laut dem ukrainischen Generalstab waren es 8 Angriffsdrohnen des Typs Shahid 136 sowie eine luftgelenkte Rakete des Typs H-59. 7 der 8 Drohnen und die eine Rakete wurden dabei laut ukrainischen Angaben abgeschossen. Das Hauptangriffsziel dieser Luftkörper war die Stadt und Region Odessa, zu Zwischenfällen ist es dort allerdings nicht gekommen. Im Gegenzug griff die Ukraine das russische Territorium mit Drohnen an. Mit einer unbekannten Anzahl an Drohnen wurde die russische Region Kursk attackiert. Eines der Angriffsziele war ein Öldepot, welches südöstlich der Stadt liegt. Personen vor Ort filmten ein großes Feuer auf dem Gelände des Öldepots, welches bereits vor ein paar Monaten Ziel eines ukrainischen Angriffs wurde. 3 von 10 Öltanks fingen laut offiziellen Aussagen Feuer und wurden erst im Laufe des heutigen Tages gelöscht. Das genaue Ausmaß des Schadens ist nicht ersichtlich. Darüber hinaus unternahm das ukrainische Militär noch am gestrigen Tag einen Luftangriff auf einen Truppenübungsplatz in der Region Lugansk. Laut Angaben einer russischen Quelle stellte sich zum Zeitpunkt des Angriffs eine Gruppe des russischen 228. motorisierten Schützenregiments auf. Der Verband gehört zur russischen 90. Panzerdivision, die aktuell im Abschnitt Pakrovsk aktiv ist. Mit der Formierung traf eine ukrainische ballistische Rakete des Typs Atakams den Übungsplatz. Laut Angaben der russischen Quelle sind als Folge des Angriffs 19 Soldaten gefallen, 71 wurden verwundet. Wie viele Soldaten sich insgesamt aufgestellt hatten, ist nicht bekannt.
Am gestrigen Tag ereignete sich in den Reihen der russischen Luftwaffe erneut ein Zwischenfall. Ein russischer Bomber des Typs Sukhoi Su-34 stürzte bei einem Trainingsflug in der russischen Region Wolgograd ab. Die Besatzung der Maschine konnte sich zuvor noch rechtzeitig katapultieren. Das Flugzeug stürzte im offenen Gelände ab. Die Absturzstelle ist auf diesem Video zu sehen. Die Absturzursache wurde vom russischen Verteidigungsministerium nicht genauer erläutert. Damit hätten wir die Situation in der Ukraine geklärt. Zum Abschluss noch ein kleiner Exkurs, der heute diskutiert wurde. Für Aufsehen gesorgt hat nämlich ein Zwischenfall im afrikanischen Land Mali, wo schon seit langem Kämpfer der ehemaligen Wagner-Gruppe aktiv sind. Der Zwischenfall ereignete sich an der Grenze zu Algerien, irgendwo in diesem Bereich. Laut Aussagen russischer Militärblogger sind zahlreiche russische Wagner-Söldner zusammen mit Kämpfern der malischen Streitkräfte in einen Hinterhalt der Tuareg-Rebellengruppe geraten. Letztlich seien etwa 1 bis 2 Dutzend Wagner-Kämpfer gefallen. Die Besten der Besten in der Region sollen gefallen sein, das berichtet ein russischer, relativ bekannter Militärblogger. Die Tuareg-Rebellen sprechen von insgesamt 50 bis 80 gefallenen Wagner- und Mali-Kämpfern. Dazu wurden bis zu 15 Mann gefangen genommen. Unter den Gefallenen soll sich auch der Kämpfer mit dem Kampfnamen Bierle befinden, der für seinen Telegram-Kanal mit dem Namen Grey Zone bekannt war. Auf diesem Foto ist dieser Söldner zu erkennen. Er hatte einen Telegram-Kanal, der relativ populär in Russland war. Sein Kanal umfasste mehr als 500.000 Abonnenten. Dort veröffentlichte er regelmäßig Inhalte aus Mali, zuvor auch aus der Ukraine. Er gehörte zu der Kette an Telegram-Kanälen, die als starke Anhänger des ehemaligen Wagner-Anführers Jewgeni Prigozhin galten. Sein Tod wurde heute in russischen Militärkreisen betrauert, in ukrainischen Militärkreisen wiederum gefeiert. Das als kleiner Exkurs am Rande. Ich möchte auch nicht zu viel Zeit zu diesem Thema verlieren. Damit sind wir endgültig am Ende angekommen. Wenn Sie diesen Bericht informativ und hilfreich fanden, dann würde ich mich freuen, wenn Sie das mit einem Daumen nach oben zeigen würden. Wenn Sie neu auf dem Kanal gelandet sind, dann lassen Sie bitte ein Abo da, damit wir zeitnah die 58.000 Marke knacken können. Ich bedanke mich herzlich für Ihre Unterstützung. Und damit hören wir uns dann wie gewohnt morgen Abend wieder. Bis dahin einen schönen Abend.